Das hier ist das neue Gigaset GS280. Ob das hier ein würdiger Nachfolger ist, ob es seinen Preis wert ist und ob ich es empfehlen kann, verrate ich euch heute nach dem Intro. Also los geht's. Die erste Besonderheit am Gerät ist, dass es made in Germany ist. Endlich also mal ein Handy, welches nicht von unterbezahlten Chinesen gefertigt wurde. Warum das Handy schon vor langer Zeit angekündigt wurde und erst jetzt verfügbar ist, ist mir zwar immer noch ein Rätsel, aber nun ist es ja hier. Besonders auffallend ist die Rückseite, welche aus einem braunen Rotton besteht. Überhalb des Gigaset-Logos befindet sich der zuverlässige Fingerabdrucksensor. Dieser ist zwar nicht der schnellste, dafür funktioniert er aber in den meisten Fällen. Einen Kopfhöreranschluss gibt es immer noch und endlich auch USB-C. Es hat echt lange gedauert, bis sie es verstanden haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Feedback der Kunden bei ihnen nicht so richtig ankommt. In jedem Review über die Vorgänger wurde der fehlende USB-C erwähnt, doch bei den darauffolgenden Modellen kam nie einer. Die Verpackung ist wie gewohnt nicht die hochwertigste und die Kopfhörer möchte ich mir lieber nicht in die Ohren stecken. Gut finde ich, dass die Tasten erreichbar platziert wurden und man sie ohne zu schauen klar erkennen kann. Der Powerbutton hat eine geriffelte Oberfläche, sodass man nie die falsche Taste beim Anschalten erwischt. Auf der anderen Seite befindet sich der SIM-Schlitz, welcher Platz für zwei SIM-Karten und eine SD-Karte bietet. Wieder ein Punkt, der das Handy von der Konkurrenz unterscheidet. Auf der Oberseite ist weiterhin ein Kopfhöreranschluss vorhanden, aber in meinen Augen ist oben nicht so ganz die richtige Position dafür. Der Vibrationsmotor im Inneren macht weiterhin eine richtig hässliche Vibration. Warum schaffen die das nicht, eine so tolle Vibration einzubauen wie den neuen iPhones oder den aktuellen Galaxy-Modellen? Zudem kann ich nicht nachvollziehen, warum dieses Handy nur Android 8.1 hat und nicht die neueste Android-Version. Selbst als ich noch keine Apps installiert hatte, ruckelte es schon ein wenig, wenn ich im Menü flüssig scrollen wollte. So soll das eigentlich nicht sein. Selbst für den Preis kann man da etwas mehr erwarten und das muss Gigaset auch definitiv bieten. Für Leute, die aber nicht solch hohe Erwartungen an ein Telefon haben wie ich, ist das genau das Richtige. Das GS280 bietet eine Gesichtserkennung, ein Full-HD-Display und einen riesigen 5000 mAh Akku. Ihr braucht euch also keine Sorgen zu machen, wenn ihr mal einige Tage vergesst, das Handy zu laden. Damit kommt das GS280 ganz locker klar. Zudem besitzt es die Quick-Charge-Funktion, durch die auch wieder schnell aufgeladen werden kann. Das Modell, das ich habe, besitzt 3 GB RAM und 32 GB Speicher. Das ist für den Preis absolut okay. Wie schon gesagt, könnt ihr aber für sehr wenig Geld eine MicroSD kaufen und den Speicher richtig groß machen. Eine gute SD-Karte habe ich euch mal unter dem Video verlinkt. Da bekommt ihr sie echt günstig. Die Farben des Displays sind kräftig, die Aufnahmen der 16-Megapixel-Kamera okay. Videos schafft es höchstens in Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde. Mehr muss ein Handy in dieser Preisklasse aber auch nicht können. Fassen wir zusammen, für den Preis bekommt ihr keine Meisterleistung, das dürfte wohl klar sein. Dafür aber ein Handy, das in Deutschland hergestellt wurde. Die Verarbeitung ist gut, der Speicher lässt sich durch eine MicroSD vergrößern, doch wirkliche Schnelligkeit sucht ihr bei dem Handy vergeblich. Zudem gibt's nur Android 8.1 und nicht die aktuelle Softwareversion. Da stelle ich mir erstmal die Frage, aus welchem Jahr das Handy überhaupt stammt. Ist es nun aus 2019 oder war das doch irgendein Prototyp aus 2017, mit dem sie dachten, jetzt noch was verdienen zu können? Wenn ihr das Ding kaufen wollt, dann schaut unter dem Video in die Beschreibung, da habe ich es für euch verlinkt. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video, lasst ein Abo da. Mach's gut und tschüss.